Hallo zusammen. Viele von euch haben mich schon lange gefragt, wie man einen Regenbogenlöffel wie diesen hier herstellen kann, den man in meinen Videos sieht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es selber nicht genau. Also, lasst uns gemeinsam die Antwort auf diese ungewöhnliche Frage finden. Diesen farbigen Regenbogenlöffel habe ich vor einigen Jahren bei Zara Home gekauft. Seltsamerweise hat sich die Beschichtung in 5 Jahren täglichen Gebrauchs kaum abgenutzt oder zerkratzt. Neben diesem Löffel habe ich auch einen Spinner mit einer ähnlichen Beschichtung und einer so seltsamen geometrischen Figur, die Anti-Oloid genannt wird. Eine faszinierende Sache, genau wie seine Färbung. Wie haben die Hersteller es also geschafft, diese Dinge so ungewöhnlich aussehen zu lassen? Ich habe beschlossen, mit der bekannten Technik zu beginnen, verschiedene Metalle in Regenbogenfarben zu färben, um zu sehen, ob das auch hier funktioniert. In einem meiner früheren Videos habe ich gezeigt, wie man Metall ohne Farbstoff färben kann. Diese Technik nennt sich Eloxieren. Bei dieser Technik wird elektrischer Strom durch Lösungen verschiedener Chemikalien geleitet, wodurch das Metall auf der Anode in fast allen Farben des Regenbogens gefärbt wird. Deshalb nennt man es Anodisieren. Für diese Technik werden am besten Metalle der Gruppen 4 und 5 des Periodensystems verwendet. Das am häufigsten verwendete Metall ist Titan. Die Farbe der Beschichtung hängt von der angelegten Spannung ab. Je höher die Spannung der Anode ist, desto grüner wird die Farbe sein. Für mein Experiment habe ich einen solchen Titangöffel gekauft. Aber der matte Griff macht ihn für die Anodisierung problematisch, da er kaum Farbe zeigt. Also beschloss ich, ihn zunächst gründlich zu polieren. Nach dem Polieren bereite ich eine 10%ige Zitronensäurelösung vor und tauche die Elektroden in einen Behälter. Ein Stück Titanfolie dient als Kathode und mein polierter Göffel als Anode. Ich tauche ihn in die Lösung und ziehe ihn langsam heraus, während ich die Spannung an meiner Stromquelle erhöhe. Während dieses Vorgangs bildet sich eine dünne Oxidschicht auf der Oberfläche des Titans und je höher die Spannung, desto dicker wird sie. Die Farbe des Metalls hängt von der Dicke dieser Schicht ab. Dies ist das Ergebnis eines Phänomens, das Interferenz von Licht genannt wird. Wenn du schon einmal eine Regenbogenpfütze gesehen hast, weil du Benzin daran verschüttet hast, ist dir dieses Phänomen sicher bekannt. Aufgrund seiner hohen Fließfähigkeit bildet Benzin einen dünnen Film von einigen 10 Nanometern Dicke auf der Oberfläche des Wassers. Daher überlagern sich die Lichtwellen, die ihn durchdringen, mit dem vom Wasser reflektierten Licht, wodurch sich die Wellenlänge des reflektierten Lichts ändert. Ein ähnliches Phänomen tritt an der Oberfläche meines Göffels auf. Allerdings wird die Lichtinterferenz hier nicht durch Benzin, sondern durch eine dünne, durchscheinende Schicht aus Titanoxid verursacht. Aufgrund dieses ungewöhnlichen Quanteneffekts schimmert mein Göffel wie eine Benzinpfütze in Regenbogenfarben. Sicher, das sieht ziemlich beeindruckend aus, aber sieht dieser Göffel wirklich so aus wie der Regenbogenlöffel aus dem Zara Home Store? Hier ist es ganz offensichtlich, dass der maschinell hergestellte Löffel im Vergleich zu meinem viel heller und kontrastreicher wirkt. Es fällt auf, dass die Farbe des eloxierten Titans stumpfer aussieht und die Übergänge der Farbtöne schärfer sind. Es ist an der Zeit, die Härte der Beschichtungen zu prüfen, indem wir die Griffe mit einem rotierenden Werkzeug bearbeiten. Hier können wir sehen, dass die Regenbogen-Titanschicht auf meinem Göffel in Sekundenschnelle abgetragen ist, während es etwas länger dauert, bis die Schicht auf dem gekauften Löffel abgetragen war. Es ist offensichtlich, dass er eine haltbarere Beschichtung hat. Wenn wir ihr Gewicht vergleichen, sehen wir, dass mein Titangöffel zwar größer ist, aber immer noch deutlich weniger wiegt als dieser Löffel, der wahrscheinlich aus Stahl besteht. Also, da Eloxieren nicht das ist, was diesen gekauften Löffel in Regenbogenfarben erstrahlen lässt, blieb mir nichts anderes übrig, als in wissenschaftlichen Arbeiten nach einer anderen Technologie zu suchen.
Nach einigen Stunden des Surfens im Internet fand ich schließlich diesen Artikel, der sich mit der Beschichtungstechnik von Stahl mit ähnlichen Farben und Eigenschaften befasst. Auf diesem Foto kann man deutlich die Ähnlichkeit zwischen meinem Löffel und den Mustern sehen. Laut Beschreibung besteht die Beschichtung aus einer Titannitritschicht, die mit Aluminium-Titannitrit-Buttering überzogen ist. Es ist jedoch äußerst schwierig, eine solche Beschichtung zu Hause herzustellen. Vor allem, wenn ich ein ähnliches Ergebnis wie bei der maschinell hergestellten Beschichtung erzielen möchte. Also musste ich an die Universität gehen und jemanden suchen, der weiß, wie man solche Beschichtungen herstellt. Also, los geht's! Ich erreichte die Abteilung für Maschinenbau und Industrietechnik an der Technischen Universität Tallinn, wo ich das Glück hatte, Wissenschaftler zu treffen, die an harten Beschichtungen für Stahlwerkzeuge wie Fräser und Bohrer arbeiten. Mein Name ist Vitali Podgurski. Ich bin ein leitender Forscher an der Technischen Universität Tallinn. Wir arbeiten an harten Beschichtungen. Ich habe mehrere gewöhnliche Stahllöffel mitgebracht und wir werden versuchen, auf ihnen dieselben Regenbogenbeschichtungen zu erzielen wie auf meinem Zara-Löffel. Das Labor verfügt über eine ziemlich große halbindustrielle Ausrüstung, die zum Auftragen solcher Beschichtungen verwendet wird. Als ich ankam, beschichteten die Wissenschaftler gerade diese Fräser mit Titannitrit für ein estnisches Unternehmen. Der Beschichtungsprozess mit dieser Technologie umfasst mehrere Schritte. Zunächst müssen die sogenannten Substrate, zum Beispiel Stahlfräser, von Schmutz und Fett gereinigt werden, die nach dem Herstellungsprozess übrig geblieben sind. Zu diesem Zweck können sie entweder gewaschen oder für eine tiefere Reinigung in einer speziellen Kammer unter Vakuum erhitzt werden, um alle Verunreinigungen vollständig zu entfernen. Dadurch wird ihre Haftung verbessert, das heißt, die neue Beschichtung haftet besser auf der Metalloberfläche. Für eine noch bessere Haftung werden die Fräser noch weiter bearbeitet und mit feinsten Aluminiumoxidpartikeln von nur 25 Mikrometern bestrahlt. Auf diese Weise entsteht die perfekte Oberfläche für die Titannitritbeschichtung. Den Wissenschaftlern zufolge kosten der Beschichtungsvorbereitungsprozess und der Preis für die Substratvorbereitungsanlage fast mehr als die Beschichtungsanlage selbst. Diese Anlage kostet übrigens fast 1 Million Euro. Nach der Reinigung werden die behandelten Fräser in das sogenannte Karussell eingesetzt, das sich dann in der Gerätekammer befindet, wo der gesamte Prozess abläuft. Hier sehen wir übrigens einen Metallstab, der an der Tür befestigt ist. Dies ist eine Titankathode aus hochwertigem Titan, die im Laufe des Prozesses Titannitrit erzeugt. Zusätzlich zu den Fräsern haben wir beschlossen, meinen Stahllöffel in das Karussell zu legen, um ihn ebenfalls mit Titannitrit zu beschichten, da alles in dieser Kammer gleichmäßig mit dieser goldenen Schicht besprüht wird. Nach all diesen Vorbereitungen wird die Tür geschlossen und die Anlage für ein automatisches Titannitrit-Sputterprogramm eingerichtet, das etwa 4 Stunden dauert. Mir wurde gesagt, dass viele der Abläufe in dieser teuren Maschine automatisiert sind und zu den Betriebsgeheimnissen der Hersteller gehören. Ich durfte jedoch einige grundlegende Schritte und Arbeitsprinzipien mit Ihnen teilen. Sobald das System eingeschaltet ist, wird zunächst die gesamte Luft aus der Hauptkammer abgepumpt und ein starkes Vakuum erzeugt, um den gesamten Sauerstoff zu entfernen. Danach wird etwas Stickstoff aus Gasflaschen in die Kammer gepumpt, um eine Stickstoffatmosphäre zu schaffen. Dann wird zwischen der Kathode und der Anode mit einem sehr starken elektrischen Strom von etwa 150 Ampere eine Spannung erzeugt, die auf der rotierenden Titankathode einem Lichtbogen entstehen lässt. Dadurch verdampft das Titan an der Oberfläche und bewegt sich auf das rotierende Karussell zu. Gleichzeitig reagiert es mit dem Stickstoff in der Kammer und bildet gelbes Titannitrit. All dies geschieht bei einer Temperatur von etwa 450 Grad Celsius, weshalb die Wände der Kammer so konstruiert sind, dass sie solchen Bedingungen standhalten. So überzieht ein dünner, etwa 2 Mikrometer dicker goldener Film aus Titannitrit die Fräser und meinen Löffel, Schicht für Schicht, wobei mir die genauen Spezifikationen nicht mitgeteilt wurden.
Übrigens wurde diese Technologie der kathodischen Lichtbogenabscheidung in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in der UdSSR erfunden. Aber ihre breite kommerzielle Nutzung begann erst, als die Lizenz an einige westliche Unternehmen verkauft wurde. Aus diesem Grund werden einige betriebliche Aspekte solcher Anlagen immer noch geheim gehalten. Also, nach diesem Prozess haben die Fräser und einige Bohrer eine Beschichtung aus gelbem Titannitrit, welcher sie wesentlich abriebfester macht und ihre Lebensdauer verlängert. Mein Löffel wurde demselben Prozess unterzogen. Jetzt sieht er viel schöner aus, als wäre er aus Gold. Außerdem wurde er wesentlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und die Bohrer langlebiger, denn Titannitrit ist 100-mal härter als gewöhnlicher Edelstahl. Heutzutage werden mit Titannitrit nicht nur Löffel beschichtet, sondern auch viele Kirchenkuppeln, die golden aussehen, obwohl sie kein einziges Gramm Gold enthalten. Titannitrit wird auch zur Beschichtung vieler Schmuckstücke, Türklinken, Metallgeräte und einiger beweglicher Teile verschiedener Mechanismen verwendet, da diese Beschichtung unglaublich rutschig ist. Also, um meinen Goldlöffel mit einem Regenbogenfinish zu beschichten, müssen wir laut dem oben erwähnten Artikel eine dünne Schicht Aluminium-Titannitrit auf ihn auftragen. Zu diesem Zweck habe ich den Löffel, der gesputtert werden soll, zusammen mit einer weiteren Charge von Bohrern platziert. Um die Aluminium-Titannitrit-Schicht zu erzeugen, wird ein weiterer Kathodenstab in die Anlage eingesetzt. Diesmal ist es ein Aluminiumstab. Das Verfahren wird auf die gleiche Weise wie bei Titannitrit durchgeführt. Diesmal verdampft der Lichtbogen jedoch zwei Metalle, Titan und Aluminium, die in einer heißen Umgebung mit Stickstoff reagieren und sich als feste Schicht aus Aluminium-Titannitrit auf den Produkten ablagern. Theoretisch, wenn dieser Prozess korrekt abläuft, sollte eine dünne, nur 50 Nanometer dicke Schicht meinen Goldlöffel bedecken, die den Effekt der Lichtinterferenz erzeugt und ihn wie den Löffel aus dem Zara Home Store aussehen lässt. Als ich den Löffel mit der Beschichtung erhielt, war er jedoch in Wirklichkeit nur schwarz. Wahrscheinlich war die Aluminium-Titannitrit-Schicht zu dick. Später erfuhr ich, dass diese Beschichtungsanlage sehr leistungsfähig ist und einfach keine dünnen Nanometerschichten auftragen kann, wie im Artikel beschrieben. Die Mindestdicke, die hier aufgetragen werden kann, beträgt ein halbes Mikrometer, was bereits 10-mal mehr ist, als ich brauche. Im Idealfall würde die Beschichtung so aussehen wie auf dieser Mutter, bei der die gelbe Schicht aus Titannitrit mit der dünnsten Schicht aus Aluminium-Titannitrit bedeckt wurde, was zu so schönen Regenbogenflecken führte. Höchstwahrscheinlich geschah dies einfach zufällig. Allerdings gibt es auf einem der Löffel einen grünen Fleck mit dem von mir gewünschten Interferenzeffekt, wo die Aluminium-Titannitrit-Schicht aufgrund einer ungleichmäßigen Ablagerung dünner ist. Aber das ist wahrscheinlich ein Unfall. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt einige ziemlich ungewöhnliche schwarze Löffel mit einer extrem haltbaren Beschichtung. Wenn wir diese schwarze Aluminium-Titannitrit-Beschichtung mit einer normalen Titannitrit-Beschichtung vergleichen, können wir sehen, dass die schwarze Beschichtung widerstandsfähiger gegen Abrieb durch meine Bohrmaschine. Der Abdruck ist auf dem goldenen Löffel deutlicher. Außerdem können wir mit einem solchen schwarzen Löffel das Titannitrit leicht zerkratzen, während wir das Gegenteil nicht tun können. Das ist kein Wunder, denn schwarzes Aluminium-Titannitrit ist doppelt so hart wie normales gelbes Titannitrit. Aber wie stellt man nun einen solchen Regenbogenlöffel her, fragt ihr? Nun, wir haben eine Methode erwogen, die sich als Fehlschlag herausstellte. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir können eine sogenannte Titanoxidnitrit-Beschichtung auftragen. Wenn ich zum Beispiel einen meiner gelben mit Titannitrit beschichteten Löffel nehme und ihn mit einer Gasfackel erhitze, oxidiert beim Abkühlen ein Teil des Titannitrits. Und es entsteht dieselbe regenbogenfarbene Titanoxidnitrit-Beschichtung. Aber diese Beschichtung ist nicht so hell wie die auf einem maschinell hergestellten Löffel. Worin besteht der Unterschied? In den Produktionsstätten wird eine andere Art von Geräten zum Auftragen von Titannitrit verwendet, die mit niedrigeren Temperaturen und langsameren Geschwindigkeiten arbeiten. Man nennt sie Multi-Arc-Beschichtungsanlagen. Wie in meinem Fall trägt die Maschine zunächst eine Schicht aus gelbem Titannitrit auf. Dann wird Sauerstoff in die Kammer gepumpt, der das neu produzierte Nitrit oxidiert, wodurch es ein gleichmäßiges Regenbogenmuster erhält. Das gleiche Muster wie auf diesem Löffel. Leider gibt es an unseren Universitäten keine solchen Geräte, aber die chinesischen Fabriken haben eine Menge davon.
Sie überschwemmen den Markt mit verschiedenen Produkten in dieser Regenbogenfarbe. Der einzige Vorteil ist, dass solche Dinge dort billig herzustellen sind, dank der Massenproduktionen. Ich möchte Vitali Podgurski und Heiner Wagiström von der Technischen Universität Tallinn für ihre Hilfe bei der Durchführung der Experimente danken. Wenn einer meiner Zuschauer solche Löffel oder andere beschichtete Werkzeuge haben möchte, kann er sich an Sie wenden, richtig? Also, ich denke schon. Okay, gut, ich lasse den Link in der Beschreibung. Nun, ich glaube, nachdem Sie dieses Video gesehen haben, haben Sie eine ganze Menge über verschiedene Beschichtungen für Metalle gelernt und wie man einen so ungewöhnlichen Regenbogenlöffel mit einer ziemlich haltbaren Beschichtung herstellt. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren, um noch mehr neue und interessante Dinge zu erfahren.